Bild über dem Knochen. Drück da mal rein. Hast du die? Und da wird die Stange angelegt, da. Hier an der weichen Stelle. Und dann gibt es eine Musik und dann drücken beide, laufen aufeinander zu, so stark, dass eine Sekunde später oder ein paar Sekunden später diese Stange, ist ein Moliereisen vom Bau bis in Beton ist, diese Stange zu einem Hufeisen, zu einem U geformt ist. Wir haben also drei Stangen dabei, 8 mm, 10, das ist die 12 mm. Und jeder freiwillig entscheidet sich, welche Stärke das er nimmt. Okay, nächste bitte auf Seite, werden Sie gleich brauchen. Schmutzig ist die. Okay, dazu brauchen wir eine kleine mentale Vorbereitung. Leg jetzt mal wieder alles ganz schnell, was du hast, unter deinen Stuhl. Und dann stell beide Füße parallel auf den Boden. Also beide Füße nebeneinander parallel. Auch wenn du die Übung nicht machen willst, mach die kurze mentale Vorbereitung mit. Erstens weißt du dann, wie Visualisierungstechnik prinzipiell geht. Und das zweite ist, dass wir mehr Energie im Raum haben, als wenn das nur ein paar wenige machen würden. Okay, Füße nebeneinander und die Augen schließen. Die Übung, die wir jetzt machen, werden wir morgen wieder verwenden. Darum ist es gut, wenn du jetzt eben mitmachst, weil wir die gleiche Übung morgen noch einmal machen. Und dort kann jeder von euch dann mitmachen, erkläre ich gleich. Also die Augen sind jetzt geschlossen. Und du hörst jetzt nur noch auf mich und auf meine Stimme. Und du stellst dir alles ganz deutlich vor, was ich dir sage. Stell dir vor, du bist einer der Freiwilligen, der vorne bei mir auf der Bühne ist und die Möglichkeit hat, diese Stangenbiegübung zu machen. Du hast einen Partner, er steht euch gegenüber. Die Stange ist in dieser Mulde in deinem Hals angelegt. Du hältst sie mit der einen Hand fest, damit sie nicht wegrutschen kann. Auch dein Partner hält die Stange ganz fest. Und auch Jürgen Höller hält sie noch in der Mitte fest, damit sie stabil liegt. Du schaust deinem Partner tief in die Augen und mit der freien Hand machst du vielleicht eine Faust, um noch mehr Energie zu entwickeln. Und dann kommt eine intensive, energetisch starke Musik. Und in dieser Musik fängt Jürgen Höller an zu skandieren. Und du steigst darin ein, genauso wie der ganze Saal. Ich schaffe es. Du schaffst es. Wir schaffen es. Ich schaffe es. Du schaffst es. Wir schaffen es. Ich schaffe es. Du schaffst es. Wir schaffen es. Ich schaffe es. Du schaffst es. Wir schaffen es. Irgendwann zählt Jürgen Höller bis drei. Und bei drei stellst du dir vor, wenn du jetzt einfach so stark wie es nur geht, deinen ganzen Körper nach vorne drückst. Und dein Partner macht das gleich. Und es dauert eine Sekunde und plötzlich spürst du, wie diese Stange weich wie Gummi ist. Und das ist sie auch. Stell dir jetzt einfach vor deinem geistigen Auge, nicht bewerten, einfach vorstellen, diese Stange sei aus Gummi. Aus weichem Gummi. Weicher Gummi. 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 Gummi, nur hauchdünn ummantelt, ganz hauchdünn ummantelt mit ein bisschen Stahl. Gerade so, dass es aussieht, als sei es eine Stahlstange. Aber in Wirklichkeit ist sie aus Gummi. Gummi, Gummi, weichen Gummi, weich, 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 weicher Gummi, weicher Gummi, weich, weich, weicher Gummi, weicher Gummi, weich, weicher Gummi, weich, ganz weich. Ganz weicher Gummi, ganz leicht, leicht ist die Stange, leichter Gummi, leicht, 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 ganz leicht, 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 ganz leicht, leicht, warm, Gummi ist ganz warm, warm, ganz warm, ganz warm, warm, ganz warm, ganz warm, warmer Gummi, warm, warm, ganz warm, ganz warm, warm, ganz warm. Und diese Stange zu zerbiegen ist ganz harmlos, 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 ganz harmlos, vollkommen harmlos, harmlos, ganz harmlos, harmlos, harmlos. Wenn ich jetzt gleich bis drei zähle, dann springst du auf deinem Stuhl empor, machst so laut und intensiv, wie es nur geht, einen Powerklatsch und legst alles an Energie hinein, die du hast.
Eins, zwei und drei. Gib mir den Bauerkasten, gib mir den Ich schaffe das! So, dann habe ich eine Frage.